Servus Leute, zurück zu Resident Evil 7 Biohazard. So, weiter geht's auf dem Dachboden. Da hieß es ja vorher, wir haben einen Telefonanruf bekommen. Wir kommen über den Dachboden raus. Und jetzt machen wir mal auf und schauen, ob wir wirklich hier rauskommen. Okay, was ist hier? Pistolenmunition, sehr gut. Wie kann man hier nachladen überhaupt? Okay, scheint voll zu sein. Ich glaube auch irgendwie Nadel und Faden oder sowas, dass ich meine Hand wieder annähen kann. Was ist da los? Einfach meine Hand ist einfach weg. So. Oh nee, was ist denn schon wieder? Das gibt's doch nicht. Ich knall die jetzt ab. What? Ja, mit dir. What? Oh! Schlag doch das Ding nach, Mensch. Ist der bekloppt? Schießt jetzt Gesicht, Mensch. Ich hab keinen Schuss mehr. Nein, ich krieg einen Vogel hier. Oh. Durch war's. Die schneidet mich komplett auf. Ich flippe aus. You're dead. Okay, neu starten. Mia bekämpfen. Mia ist gefährlich, wenn sie durchdreht. Sie muss mit allen Mitteln aufgehalten werden. Nachladen. Yep. Energie Abstand zielen Sie auf den Kopf, um maximalen Schaden zu verursachen. Drücken Sie ein, erste Hilfsarznei wird zuerst benutzt. So, was ist denn jetzt hier? Okay, da geht's da rein. Okay, meine Waffe habe ich noch nicht. Die muss ich jetzt wiederholen. Aber, habe ich meine Hand? Okay, die Hand ist da. Waffe, okay, alles klar. Okay, gut. So, das heißt jetzt. Oh mein Gott. Das heißt. Da kann ich den abhauen von dir, oder nicht? Die kommt praktisch hier runter, okay. Ich will aber nicht gegen die kämpfen. Ich geh jetzt gar nicht hoch. Ich geh jetzt gar nicht hoch, ich geh jetzt einfach hier rein. Okay, das Pistolenmunition. Oh. 20 Stück, okay. 20 Pistolenmunition. Ah, ich glaube, ich muss da raus, sonst komme ich da oben nicht lang. Ich muss gegen die kämpfen. Aber. Ich werde jetzt nochmal runtergehen und werde etwas speichern. So, Mia, jetzt komm her. Keine Ahnung, ich hab dir gleich 5 auf den Kopf geschossen. Und die stirbt nicht. Ich weiß gar nicht, muss ich denn überhaupt gegen die kämpfen? Reicht es nicht, wenn ich da abhauen tue?
Ich will da gar nicht hoch, Leute. Scheiße. Warte mal, ich mache jetzt was anderes. Ich mache jetzt hier die Tür auf. Ich hoffe, die bleibt jetzt mal auf da. Damit sie wieder zugeht. Dann werde ich dir um die Kiste rumrennen, werde die da reinziehen. Und dann werde ich schauen, dass ich abhauen kann. Oh! Meine Fresse! Die ist doch nicht ganz sauber. Meine Gott, hau ab, du blöde Bitch! Boah, ich komm doch gar nicht mehr hoch, was ist denn los? Boah, renn, Mensch, renn, 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 renn! Fuck! Hier ist zu! Was ist denn hier los, ey? Ich will nicht! Wie hält denn die aus? Will die mich verarschen? Boah, was ist denn das? Meine Fresse, spinnt die. Fall jetzt endlich um, du Mistvieh. Hier, ich will das Ding haben. Hier, komm. Die steht doch bestimmt gleich wieder auf. Nachladen. Okay, Leute, ich brauche stärkere... Was ist... Was ist... Willkommen in der Familie. Willkommen in der Familie. Stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Ja, schnell mal rangetackert die Hand. Mit dem Tackerer. Ey, was ist denn hier los? Mmh. Oh, wo bin ich? Lecker. Was zur Hölle? Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Alter, was ist denn hier los? Ey, was ist für eine kranke Familie? Oma ist auch schon tot am Tisch. Dem hast du den Weg, Mann. Schnell mal die Hand abgeschnitten, ey. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Mmh. Er isst es nicht. Halt, verdammte Maul, Marguerite. Ich hab das für ihn gemacht. Los, Junge. Du bist ein Mistkerl. Ich kann es nicht glauben. Er isst es nicht. Alter. Das soll ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge.
Was macht der denn? Verdammt nochmal! Der Arm abgeschnitten, der redet ganz normal weiter. Schweine! Ich komme zu dir zurück. Und jetzt, was ist hier los? Und die Oma ist auch schon tot. Mein Gott, okay. Habt ihr irgendwas am Arm, irgendwas am Handgelenk? Mein Knarre ist auch wieder weg, oder? Nein, alles wieder weg. Ah, okay, das ist praktisch ein Pulsmessgerät oder so. Von der Gesundheit her ist noch grün. Wie in den anderen Teilen war das ja auch so. In dem Menü drin. Okay. Aus dem Haus fliehen. Haben wir irgendwo eine Karte? Nee. Okay, der andere ist... sind alle hier raus, gell? Na, da gehen wir jetzt nicht lang. Lecker. Kraut, okay. Gibt's also auch wieder Kraut. Sehr gut. Ich wollte aber... Ach, ich... will da noch nicht raus. Ich muss erst mal schauen, ob sie noch irgendwo... Da gibt es irgendwo eine Knarre oder so. Okay, hier geht's zur Garage anscheinend. Wir haben keinen Schlüssel, wir können hier nichts öffnen. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe, drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Dalvey reisten und seitdem unauffindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Andrew Stickland und Clancy Javis. Die drei produzierten Videos für das Internet und waren nach Dalvey gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos handeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Okay, das sind ja die drei, die wir im Video schon gesehen haben. Oder besser gesagt, die zwei. Pistolmunition, sehr gut. Was ist das hier? Das kann man anscheinend irgendwas ranhängen. Ne? Schauen wir mal, ob wir später irgendwie ein Gewicht haben oder sowas. Geht irgendwie eine Tür auf. Okay, hier scheint es nichts mehr zu geben. Jetzt weiß ich nicht, gehen wir zur Garage runter oder gehen wir hier hinten raus? Ich weiß es nicht. Ach komm, wir gehen zur Garage. Obwohl die alle hier in die Richtung gegangen sind, gell? Garage. Okay, gehen wir einfach mal runter. Vielleicht finden wir hier irgendwie Waffen oder sowas. Es ist mit einem Klebeband gesichert, der mit der Hand nicht entfernt werden kann. Was ist denn das für ein Schmarrn? Warum kann ich denn ein Klebeband mit der Hand nicht entfernen? Zerbreche ich aus. Vielleicht kann ich etwas zerstören. Ich habe nichts zum Zerstören. Guck mal, die Alte hier, was die hier macht.
Nicht. Nicht macht die. Nikos Hardware, Säge $24, einmal Seil $34, viermal Tierhalsband $19 netto. Okay, sind die Rechnungen anscheinend, was die eingekauft haben. Okay, dann gibt es jetzt eigentlich nur diesen einen Weg daraus. Hier dürfte jetzt eigentlich nichts mehr sein. In dem Raum eventuell. Ah, da ist noch was. Schuh. Everly. Okay. Schauen wir hier hinten noch. Okay, hier ist auch nichts mehr. Oh, wo ist es denn da unten überhaupt? Nein, zumindest Objekt. Was ist denn da los? Ich hab nichts, was ich verwenden kann. Okay, da kommt man nicht raus. Dann bleibt ja eigentlich kein Weg jetzt mehr, oder? Oder komme ich hier aus dem Fenster raus irgendwie? Kraut. Okay, da muss ich anscheinend auch irgendwas finden. Dass ich das dann öffnen kann. Okay, alles verrammelt. Irgendwas zerstören. Also ich brauche irgendwie das... Schauen wir hier nochmal. Ach, hier hinten war ich. Ah, hier hinten war ich noch nicht genau. Okay. Hier hinten war ich noch nicht. Gehen wir hier mal weiter. Wow, was ist hier los? Alter. Boah, der kommt hierher. Was ist denn hier? Warum kommt der denn jetzt zu mir? Denn hier? Fuck, ich werde sterben. Du könntest dich vor dem Essen davon schalten. Mach doch die Scheißtür auf, Mensch! Bam, down. Boah, Alter. Was ist denn das? Warum kann ich denn da nicht abhauen? Ist doch scheiße. Mistding. Wo zum Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Oh, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Du Vieh, du Vieh, du Elendiges! Game over, oder? You are dead. Okay. Okay, vor Jack verstecken. Sich in den Schatten zu verstecken und ein wenig Geräusch zu machen, ist ein guter Weg, sich vor Jack vom Hals zu halten. Okay. Alles klar. Habe ich jetzt hier irgendwas wieder? Nee. Okay, ist alles wieder weg.
heißt, ich kann jetzt nochmal alles einsammeln. Aber es war ja zum Glück nicht so viel. Hier war ein Kraut auf jeden Fall. Kraut, Pistolenmunition. So, glaube ich, mehr war ja, glaube ich, jetzt gar nicht. Okay, warte mal. Da war die Garage, hier war nichts. Das kriegen wir nicht auf. Okay, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie schauen. Wie machen wir das am besten? Ich komme da nicht lang, ist ja das Problem. Was ist das hier? Ich muss jetzt erstmal den Weg irgendwie. Ich weiß ja nicht, wo der lang geht. Ich mache mir hier einfach die Tür auf. Dann könnte es ja eventuell sein, dass er dann hier reingeht. Aber ich werde mich hier verstecken. Ich glaube, hier ist es ganz gut. Okay, ist egal, wir probieren es einfach mal. Naja, wo bist du denn? Okay, er ist da. Alter, der sieht mich doch hundertprozentig jetzt. Alter, der sieht mich doch jetzt 100%, oder? Kann auch nichts machen, ist doch beschissen einfach. Ich bin ein beschäftigter Mann. Na komm. Lass mich einfach hier rausgehen. Können wir auch nicht raus, gell? Bis zum Kotzen. Ich hab das! Ja, scheiße, weil ich jetzt hier auch nicht rauskomme. Das ist ja richtig blöd. Okay, Leute, ich würde sagen, schauen wir uns das in der nächsten Folge an, wie es denn hier weitergeht. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir den irgendwie, ja, im Kreis kiten oder was, keine Ahnung. Das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Schaltet ein, bleibt dran, dann verpasst auch nichts. Bis dann. Ciao, euer Andi.